ihr seht uns jetzt hoffentlich auch. Zunächst mal hallo an die Live-Zuschauer von Echtgeld TV, dem Thema des Monats. In Berlin, Christian Röhl, wie immer an meiner Seite. Schönen guten Abend. Mein Name ist Tobias Kramer und wenn es mir gelingt, heute einigermaßen gering zu bleiben mit den Sieg, dann muss ich auch keine Strafgelder bezahlen, wie es mir beim letzten Mal angedroht wurde, dass ich mich gefälligst jetzt an das Echtgeld-TV-Du halten soll. Und damit soll es im Grunde genommen auch losgehen mit dem Hinweis, den wir zum Anfang immer bringen, nämlich dem, was wir hier machen, unterliegt natürlich auch einem Disclaimer und dem Thema der rechtlichen Geschichten. Ja, wir sprechen über Geldanlagen, wir sprechen über unsere eigenen Geldanlagen, wir sprechen über die Gedanken, die wir uns dazu machen, aber was wir eben nicht machen, Empfehlungen geben, heiße Tipps geben, ich mach sie reich TV, all das machen wir nicht und selbstverständlich haften wir demzufolge auch nicht für das, was ihr mit diesen Erörterungen, mit diesen Ausführungen, mit diesen Analysen macht oder eben auch nicht macht. Gleichzeitig nehmen wir euch auch nicht in die Haftung, weil wir kaufen ja am Ende das, wo ihr sagt, hey, das wäre ein cooles Produkt und wenn das dann doch nicht so cool ist, ja, müssen wir mit dem Verlust leben, den ihr uns eingebrockt habt. Aber ich glaube, wir haben zumindest heute einige Produkte wieder dabei, bei denen die Wahrscheinlichkeit, zumindest langfristig gut abzuschneiden, ziemlich hoch ist. Genau. Ansonsten ist zu sagen, dass es für die Live-Sendungszuschauer ein bisschen irritierend ist, dass wir ihnen selten in die Augen gucken, wie jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob du auf Blau guckst. Ich gucke gerade auf Blau. Aber wir gucken eigentlich immer in die Kamera da drüber, denn das ist die Kamera für den Live-Mitschnitt, der dann später auf YouTube auch eingestellt wird. Deswegen schauen wir in euren Augen, liebe Live-Zuschauer, eben an euch ein bisschen vorbei. Das liegt aber nicht an schieltechnischen Unfähigkeiten, sondern ist einfach dem geschuldet, dass wir hier zwei Kameras aufgestellt haben. Dafür bitten wir also um Verständnis. Genauso wie wir um Verständnis für etwas bitten, was wir jetzt sagen müssen. Denn wir hatten beim letzten Mal etwas angekündigt, worauf wir uns schon sehr freuen, nämlich ein neues Format, was wir einführen. Und ich hatte das ja in der Folie letztes Mal schon so angekündigt, dass wir am oder zumindest um den ersten Donnerstag eines Monats dieses Format machen, was auf zwischen den Jahren beruht, wo ihr uns sagt, welche Aktie ihr hier gerne von uns besprochen hättet. Und naja, wie das dann eben so ist, da rotzt einem der Terminkalender manchmal ein bisschen in die Planung und das hat er hier gemacht. Von daher hier bitte um Verständnis, dass wir diese erste Sendung oder eigentlich die zweite Sendung Feedback, so nennen wir es im Moment noch, auf den 30. Januar vorverlegen, auf den Dienstag. Wir werden also spätestens morgen auch die Anmeldeseite live haben und dann auch die Möglichkeit haben, dass Aktien gesammelt werden. Ja, natürlich. Also es sind einige Anfragen schon da, über Facebook, über die Website, über Twitter, natürlich gerne auch über die Kommentarfunktion hier, aber ihr könnt natürlich weiter fleißig posten. Wir versuchen das ein bisschen zusammen zu aggregieren und dann eine schöne Runde daraus zu machen. Letztes Mal zwischen den Jahren waren 100 Minuten, glaube ich, die wir hatten. Das wird diesmal nicht ganz so lange werden. Unser Ziel ist also mindestens 20 Aktien für euch im Schnellverfahren zu analysieren mit den bekannten Echtgeld-TV-Profilen. Und wenn ihr jetzt noch gerade vielleicht, weil ein bisschen Bewegung in die Märkte kommt, aktuelle Themen habt, immer her damit. Und wie wir es dann aggregieren, müssen wir noch mal ein bisschen genauer sehen. Aber das zumindest mal vorab zu dem Thema. Und dann aber jetzt auch zurück zu dem, was wir quasi für dich ja als Thema gemacht haben, aber es ist ein naheliegendes Thema. Ja. Und vor allen Dingen, also wenn man mit Christian Röhl eine Sendung macht, dann ist es das naheliegende Thema. Wir reden heute über Dividenden. Ich finde das eigentlich ziemlich toll, dass wir seit 3 Monaten Echtgeld TV machen und wir hatten noch kein Dividenden-Special. Ansonsten bin ich ja, wo immer ich hinkomme, der Dividenden-Onkel, was ich auch eigentlich gar nicht so schlimm finde, weil die meisten Firmen zahlen ja Dividende und Dividende ist ja auch grundsätzlich immer was Positives. Ja, Dividende kann nie negativ werden. Ja, also Nachschusspflicht gibt es ja noch nicht. Aber heute wirklich mal ein Schwerpunkt für die Dividendenadel. User ist klar, dass, ja, warum. Wir haben gerade vor 2 Wochen die neuen Auswahllisten auf der Homepage und ja, da gibt es natürlich relativ viele Fragen immer dazu.
einzelne Aktien, klar, auf der einen Seite ganz eindeutig mein Favorit im Dividendendepot. Aber wie sieht es denn aus mit den Paketlösungen? Und deshalb haben wir gesagt, wir teilen das im Grunde. Alles, was mit Einzelaktien zu tun hat. Lass mich mal da unterbrechen. Wenn du sagst, Dividendenaktien einzeln investieren, wie viele Aktien bist du denn der Meinung, sollte so ein Dividendenportfolio, so ein Dividendendepot beinhalten? Also 20, 25, 30? Also ich finde, unter 20 wird es kritisch. Es funktioniert auch mit einem Dutzend, wenn man wirklich sehr genau vor allen Dingen sich an eine Branchenstreuung hält, kann man das hinkriegen. Mit 20 würde ich mich wohler fühlen. Nach oben ist da eigentlich kein Deckel drauf. Man kann sehr, sehr viel machen, wenn man entsprechend auch günstige Orderprovisionen hat, wenn natürlich eine gewisse kritische Masse auch da ist. Man kann sich sozusagen seinen eigenen ETF aufbauen. Der hat dann nicht nur geringe Kosten, sondern der hat dann gar keine Verwaltung. Aber wenn wir das jetzt mal auf 20.000 Euro umdenken, jeweils 1.000 Euro Positionsgröße, ja, und die Konditionen, die wir ja auch bei, ja, der Comdirect regelmäßig in unseren Orders haben, dann kann man im Grunde genommen sagen, man steigt für unter 1% ein, ja, und hat ja danach auch keine Folgekosten, genau, die man bei allen ETFs ja ansonsten, richtig, immer hat. Aber die 20.000 sollte man dann halt auch haben, beziehungsweise man kann es ja auch langsam ansparen in Tranchen. Es gibt Aktiensparpläne, das wollen wir auch nicht vergessen. Da gibt es also Möglichkeiten, auch durchaus ein Portfolio mit Einzelaktien aufzubauen. Deshalb haben wir gesagt, gerade weil es diese beiden Wege gibt, die man ja durchaus auch kombinieren kann, für unterschiedliche Regionen, vielleicht für unterschiedliche Sektoren. Wir teilen das auf. Alles, was mit Einzelaktien zu tun hat, machen wir nächste Woche im Rahmen von Echtgeld TV Feedback. Heute geht es ganz klar nur um Strategien. Das heißt auch damit um, ja, gebündelte Produkte, um Paketlösungen, Dividendenstrategie mit einer WKN. Und damit wollen wir jetzt im Grunde genommen auch gleich anfangen. Wollen, impliziert ja so ein bisschen, dass wir es nicht tun, weil ich habe eben eine Frage vergessen zu stellen. Ich habe euch gesagt, dass wir die Feedback-Sendung um 2 Tage nach vorne legen wollen und in dem Fall es auch genauso tun werden. Aber wir dachten uns, dass es eigentlich ganz clever wäre, weil es ja bei der Live-Sendung auch um eure Teilnahme geht, euch mal schnell zu fragen, welcher Wochentag eigentlich alternativ zum Donnerstag, der für euch, deswegen war da, stand da vorhin ein Ideale, der Ideale für eine Teilnahme an der Echtgeld TV Live-Sendung ist. Und da würden wir euch jetzt bitten, daran teilzunehmen, dass wir da so ein Bild haben, nachdem wir dann zukünftig uns ein bisschen richten können und versuchen, zumindest den beliebtesten Tag als ersten bei uns in der Verfügbarkeit zu prüfen und so weiter. Es ist gleichzeitig auch eine gute Übung dafür, und ein Heranführen dafür, dass wir auf dieses interaktive Format setzen. Das heißt, wir brauchen auch eure Beteiligung und eine 70-prozentige Beteiligung ist da noch nicht ausreichend. Also da muss jetzt noch ein bisschen was kommen. Und ansonsten fällt dir noch was ein, wie wir die Frage noch ein bisschen verlängert quatschen können? Nein, ich hatte eigentlich gedacht, dass jetzt die erste Notice kommt, was ist mit Samstag oder Sonntag? Ja, also Samstag ist halt Bundesliga, Sonntag ist Tatort und da ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Also. Genau. Und jetzt haben wir auch 81%. Das ist gut. Und von daher, jetzt gucken wir uns das Ergebnis mal ein bisschen in groß an und es gibt kein eindeutiges Ergebnis. Also der Mittwoch ist irgendwie okay, Dienstag ist okay, der Montag ist auch okay. Mittwoch und Dienstag sind ehrlicherweise auch unsere bevorzugten Tage dabei. Und von daher danke an der Stelle für diese Teilnahme. Aber jetzt rein in die, genau, Dividendenwelt. Du siehst also, ich scharre schon mit den Hufen. Wir haben eine pickepackvolle Agenda. Ich habe mir deshalb heute Abend überhaupt kein Jackett angezogen, ja, weil wir haben richtig was zu arbeiten heute. Es geht insgesamt um 7 Produkte, die wir besprechen werden. Ja. Das ist abgesehen von Einzelaktien mehr, als wir sonst je gehabt haben. Und wir wollen nicht heute Abend um 8 Uhr noch hier sitzen. Also gib Gas. Und wir fangen mit dem ersten Produkt an. Das hat einen ganz, ganz tollen Namen. Es ist für ein deutsches Investment geeignet. Es ist eines der beliebtesten Dividendenprodukte und deswegen auch geeignet, sich das Ganze mal genauer anzugucken. Es heißt DAX Plus Maximum Dividend und es bildet die 20 dividendenstärksten Aktien aus dem HDAX ab, also die 110 größten Werte, die im Prime Standard notiert sind. Bei der Aufnahme geht es um die Aktien mit der höchsten erwarteten Dividendenrendite. Da ist ja auch immer so ein bisschen Unsicherheit dabei, weil Erwartungen, das ist wie beim Wetterbericht, die können sich auch mal als nicht so richtig bewahrheiten. Und für den liquiden Handel wird, wie bei den Indizes üblich, auf Streubesitz, Marktkapitalisierung und natürlich auch den durchschnittlichen Börsenumsatz geachtet.
In unserem Fall ist es so, dass der ETF, den wir euch gleich zeigen, der auf diesem Konzept beruht, viermal ausschüttet. Das sind alles Sachen, wo man sagt, das klingt richtig, richtig gut. Und die Performance von diesem Produkt, die ist eine Katastrophe. Ja, das sieht bös aus. Und ich blende euch die falsche Seite gerade ein. Das ist auch gut. Wenn man, sich diesen DAX Plus Maximum Dividend einfach mal über die letzten 10 Jahre anschaut, dann muss ich sagen, tja, er müsste eigentlich heißen DAX Minus Dividend. Denn er speist sich aus 3 Indizes, aus dem DAX, aus dem MDAX und aus dem TecDAX, kombiniert das Ganze mit einer Dividendenstrategie und bringt es tatsächlich fertig, schlechter als alle 3 Indizes abzuschneiden. Über die letzten 10 Jahre reden wir hier gerade mal über ein kümmerliches Plus von 20% inklusive, wohlgemerkt, inklusive reinvestierter Dividenden. Mit dem TecDAX, mit dem MDAX waren 175% plus drin, mit dem DAX immerhin runde 75%. Und das heißt also irgendwie das Schlechteste aus allen Indizes. Und das ausgerechnet mit einer Dividendenstrategie. Wer mich kennt, weiß, dass mich das irgendwie ein bisschen freut. Ich habe dieses Produkt in meinem Buch Cool bleiben und Dividenden kassieren ja bereits schon mal erwähnt als ein Musterbeispiel dafür, dass eine hohe Dividendenrendite, egal ob historisch oder erwartet, noch lange kein Qualitätsmerkmal sein muss, sondern es kann auch einfach ein Warnsignal sein. Und die Dividende mag zwar hoch sein, aber das Potenzial ist eben nicht mehr hoch. So, aus unserer Sicht also hier ein Produkt, in das es sich zumindest für uns nicht lohnt zu investieren. Wir sehen hier eine Performance, die in den letzten 10 Jahren knapp oberhalb von 20% gelaufen ist. Und wir blenden jetzt mal das oder eines der beliebtesten Produkte darauf ein, mit einem Fondsvolumen von 442 Millionen, der Deka Plus Maximum Dividend, der das Ganze auch gegenüber dem HDAX zeigt. Und man fragt sich so ein bisschen, was ja total spannend wäre eine Strategie HDAX X Maximum Dividend Plus, weil dann müsste es ja eine totale Outperformance geben. Das ist ein bisschen gehässig, aber das müsste sein. Aber es zeigt halt ganz einfach, dieser simple Gedanke, nur auf Rendite zu gucken, egal was für andere Faktoren dabei sind, egal wo die Rendite herkommt, das ist kritisch, zumindest dann, wenn es darum geht, langfristig besser abzuschneiden als der Markt oder zumindest den Markt irgendwie zu packen. Wir sehen momentan sicherlich keine schlechte Zusammensetzung. Das sind Aktien, die müssten dich freuen. Ja, Daimler, unsere Aktie letzte Aktie des Monats, immerhin mit 9% Münchner Rück. Und Allianz freut mich natürlich, Dividendenadelwerte. Siemens, Deutsche Post. Genau, momentan. Vielleicht ist das gerade eine Zusammensetzung, der jetzt ein bisschen mehr Erfolg beschieden ist, als das immer in den letzten Halbjahresperioden der Fall war. Der Index wird eben halbjährlich mit den 20 dividendenstärksten Aktien neu bestückt. Sehr kleiner ETF. Ja, also sehr fokussiert, was eigentlich ein Vorteil auch sein kann. Fokussierte Strategien können immer mal irgendwann schlechter abschneiden, auch über 1-2 Jahre als der Gesamtmarkt, als die Benchmark. Aber über 10 Jahre weitgehend kontinuierlich schlechter zu sein als der Gesamtmarkt, das ist halt wirklich schon, mit Verlaub gesagt, ein Kunststück, was ich als Anleger nicht im Depot brauche. Wir sehen das hier im Chart. 2008 überproportional stark verloren. Gut, das kann passieren, aber wenn eine Strategie überproportional stark verliert in schlechten Märkten, muss ich erwarten können, dass sie dann, wenn die Märkte wieder richtig laufen, auch überproportional zulegt. Und genau das sieht man ja hier, ist nicht passiert, trotz dieser hohen Dividenden. Genau, also von daher, das ist das Produkt, was für die meisten Anleger als eines der ersten auf das Tableau kommt, wenn sie sich mit Dividendenaktien in einer verbrieften Strategie beschäftigen. Und es ist so ein bisschen
gut gewollt ist eben nicht immer dann auch beim Ergebnis gut gemacht. Und hier spricht das Ergebnis eine sehr, sehr deutliche Sprache. Ja, wir haben eine interessante Frage dazu. Alexander, warum stellt ihr dann sowas vor? Weil ich habe letzte Woche gefragt, welche Produkte interessieren euch? Und das war eins der Produkte, was am meisten genannt wurde. Und hallo, wir reden hier über eine 500 Millionen, die Anleger, vor allen Dingen deutsche Privatanleger, in diesen Fonds investiert haben. Folglich sollte man über den Fonds sprechen. Es ist der breiteste deutsche Dividenden-ETF und folglich verdient er eine Würdigung, eine kritische Würdigung. Wir haben kräftig drauf eingehauen, aber wir sollten auch eines sagen, es ist nicht per se ein schlechter Fonds, sondern es ist ein Fonds, der versucht, die Ausschüttungsrendite zu maximieren. Das heißt, möglichst viel an diesen vier Terminen raushauen. Und wenn ein Anleger das möchte, dann ist das ein Produkt, was man durchaus mitnehmen kann. Das passt nicht zu unserer Motivation. Man sollte nur eins wissen. Wenn man Ausschüttungsrenditen maximiert, hat das sehr häufig, und man sieht es hier, den Preis, dass der Gesamtertrag, sprich der zusätzliche Kursgewinn, sehr, sehr mau ist, weil diese hohen Dividenden sehr häufig aus der Substanz kommen und eben nicht nachhaltig sind. Und man muss eben auch sehen, dass man in einer solchen Strategie, wenn man im HDAX in irgendeiner Form jetzt mal investiert wäre, könnte man hier ein Drittel Kursrückgang verkraften und man wäre immer noch auf dem Niveau, wo dieser Fonds nach 10 Jahren angekommen ist, der in einem solchen Marktszenario natürlich auch abgeben würde. Was positiv hervorhebenswert ist, sind die Gesamtkosten. Die 0,3% ist ein sehr, sehr günstiges Produkt. Absolut, sieht man auch weiterhin. Das ist einfach der große Vorteil von ETFs. Da ist auch sehr viel Technologie mit im Spiel. Also wirklich Portfoliolösungen auch in dieser Size anzubieten mit 30 Basispunkten pro Jahr. Das ist ganz großartig. Wie gesagt, kein schlechter Fonds. Passt nicht zu unserer Motivation. Und wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, guckt nicht immer nur auf solche Themen der Technik wie Replikation, wie oft wird ausgeschüttet, sondern guckt einfach rein in das Indexkonzept. Passt das zu dem, was ihr von einem Investment erwartet oder nicht? Und das ist viel entscheidender für eure Anlageentscheidung als diese ganzen technischen Faktoren, über die viele ETF-Jünger ansonsten gerne sprechen. Und wenn euch die Strategie ansonsten gefällt, dann kauft den Fonds. Sehr, sehr günstig. Die Aufstellung, die finden wir im Moment eigentlich ganz gut, aber sie hat halt in den vergangenen 10 Jahren gezeigt, dass das, was da früher drin war, nicht so richtig funktioniert. Aber Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft. So heißt es ja immer auch in den Prospekten der Fondsgesellschaft. Und von daher ist das auch hier das, was hervorzuheben ist. Genau. Gleichzeitig wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Wir reden hier über Deutschland und eine Dividendenstrategie in Deutschland. Naja, da mangelt es schon ein bisschen an der kritischen Masse. Wer meine Dividendenadel-Listen kennt, für die ich die größten 250 Aktien aus Deutschland untersuche, der weiß also, meinen sehr strengen Anforderungen genügen nur ungefähr 10% dieser Aktien. Und viele davon sind einfach nicht so groß kapitalisiert, dass sie überhaupt in einem ETF Platz hätten. Also auch das ein Grund mehr dafür, nicht nur in Deutschland zu bleiben, sondern rauszugehen, den Fokus zu erweitern und ja, die globale Welt auch sich ins Depot zu holen. Wir reden als Schwerpunkt natürlich über die globalen Dividendenstrategien. Genau, darum geht es ja. Da muss ich dich ein bisschen zur Ruhe ermahnen, weil nicht, dass du hier den Tisch auf einmal anfängst zu reißen. Du siehst, ich brenne für dieses Thema. Ja. Wenig überraschend an der Stelle, wir brauchen den Tisch ja auch noch in der nächsten Woche, wenn wir die Feedback-Sendung machen. So, von daher steigen wir jetzt in einen sogenannten Infoblock ein. Dieser Infoblock besteht aus einigen Produkten. Es sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 4, die wir jetzt haben, die dann auch nochmal aggregiert vorgestellt werden. Und dann sage ich einfach mal an der Stelle feuerfrei, Christian, für den ersten. Ja, für den ersten. Das ist sozusagen der Granddaddy unter den deutschen Dividenden-ETFs. Derjenige, der am längsten von den weltweiten Produkten gelistet ist, der iShares Fonds auf den Stocks Global Select Dividend 100 Aktien. Das ist ein sehr, sehr schönes, rundes Paket. Entscheidend an dieser Stelle auch wieder
für die Einbeziehung. Am Ende geht es um eine möglichst hohe Dividendenrendite. Allerdings gibt es auch, was mich natürlich freut, ein paar Qualitätskriterien. Keine Unternehmen mit negativer Payout Ratio, keine Unternehmen, die allzu viel Dividende ausschütten, die trotz eines Verlusts Dividende ausschütten und sogar eine Hürde, mehr als 60% des Gewinns sollen nicht rausfließen. Also der Versuch, so ein bisschen Qualität da reinzubringen. So ein paar Sachen, die du ja auch hast. Ja, das ist natürlich wichtig. Sie können nicht ganz diese engen Grenzen ziehen, die ich ziehe, weil es natürlich beim ETF immer darum geht, dass das Ganze auch noch in großer Size handelbar sein muss. Wir reden hier über einen Fonds, der 1,2 Milliarden bewegt. Also dreimal so groß wie der Deka-Fonds. Genau. Also da muss ordentlich auch was bei den Werten funktionieren. Und wir reden über einen Fonds, der eine sehr interessante Regel hat, nämlich nicht mehr als 20 Werte aus einem Land. Das ist insofern besonders, dass natürlich in allen anderen weltweiten Allokationen, die ja meist nach Börsenwert kommen, die USA folglich ein erschlagendes Gewicht haben. Ja, wir haben den MSCI World hier vorgestellt, den All Countries vorgestellt in unserer Sendung Just One. Gerne nochmal nachgucken, wenn ihr die verpasst haben solltet. Ja, und da haben wir 50-60% USA-Anteil und hier in diesem Global Select Dividend ist dieser Anteil deutlich geringer, nämlich nur gute 20%. Das allerdings, muss man sagen, war in der Vergangenheit kein Vorteil, denn US-Werte sind in den letzten Jahren besonders gut gelaufen. Deshalb hinkt der Stocks Global Select Dividend deutlich hinter dem MSCI World. Nur in Anführungszeichen seit den letzten 10 Jahren 60% plus, während der MSCI World in Euro inklusive Netto-Dividenden, müssen wir immer dazu sagen, sich verdoppelt hat. Tja, also das ein Produkt, was sicherlich eine angenehme Breite hat, aber von den Ergebnissen auch noch nicht so richtig das ist, was man sich so wünscht. Genau, es ist an dieser Stelle sehr schwierig zu sagen, warum hängt dieser Fonds so hinterher. Es sind natürlich, das Thema USA spielt eine ganz große Rolle, aber auch hier sollten wir wieder nicht vergessen, es ist wiederum die Dividendenrendite, die am Ende das Ganze entscheidet. Und hohe Dividendenrenditen haben eben häufig einen Preis. Eine deutsche Aktie hatte ja kürzlich auch noch eine sehr hohe Dividendenrendite. Welche meinst du? Steinhoff. Steinhoff hatte auch eine sehr hohe Dividendenrendite. Jetzt ist man froh, wenn überhaupt noch was von der Aktie übrig ist. Ja, Steinhoff ist auch so ein Fall für das Thema erwartete Dividendenrendite, ohne dass jetzt eine ausreichende Historie vorliegt. Das ist alles schwierig und bei all diesen ganzen Erwartungen, ich habe diese Woche dazu auch nochmal einen Artikel am Blog geschrieben, es sind häufig Analystenschätzungen und die Analysten wissen genauso wenig wie wir alle, sondern die müssen erstmal die Ergebnisse schätzen und dann auch noch schätzen, was aus den Ergebnissen denn für Dividendenvorschläge kommen. Und da gibt es immense Spannweiten und schon das zeigt, diese Schätzungen alleine können doch nicht der Grund sein, warum man eine bestimmte Aktie kauft oder nicht kauft. Egal, ob ihr das im eigenen Portfolio macht oder ob es ein Fonds ist. Eine Aktie einfach nur zu kaufen, weil die Mehrheit der Analystenmeute sagt, die hat dieses Jahr zwischen 4 und 5% Rendite. Das ist zu wenig, da braucht es mehr Gründe. So, gehen wir weiter zur nächsten Alternative, zu einem Produkt, wo ich mich beim ersten Drauflegen gewundert habe, dass iShares überhaupt so eine klitzekleine Position in einem ETF-Mantel verbrieft hat. Kleine 13 Millionen Euro als Fondsvolumen sind hier ausgewiesen. Bei den enthaltenen 276 Aktien entspricht es einer Stückgröße rein rechnerisch von durchschnittlich 47.000. Wenn man es normal gewichtet hat. Er ist physisch replizierend. Also das Ding macht mal richtig Arbeit. Ja, und wenig Spaß für einen Emittenten, immerhin Marktführer, Weltmarktführer bei ETFs, iShares, 13 Millionen. Dabei hätte der Fonds durchaus ein bisschen mehr Beachtung erfordert. Bezieht sich auf den MSCI World Quality Dividend, was mir schon mal dadurch gut gefällt, weil es eben nicht rein nur Dividende ist, sondern es gibt Qualitätskriterien. Für mich ist Dividende
ein ultimatives, ein nachrechenbares Qualitätskriterium. Hier werden Qualitätskriterium neben Dividenden gestellt. Klar ist auch hier Auswahl am Ende wieder über die Dividendenrendite. Sonst würde man auch keine 3,6% Dividendenrendite herausbekommen. Aber das Ganze wird kombiniert mit Quality Factors, was sich ja wunderbar anhört. Nur, wenn man in diese Qualitätsfaktoren dann mal reingeht, dann fragt man sich natürlich schon. Also, das Dividendenwachstum darf nicht negativ sein. Also, naja, das ist so eine sehr, sehr niedrige Hürde. Sehr schön auch, das hört sich so super an im Verkauf, wenn man das vorstellt. Der Altman Z-Score wird da berücksichtigt. Das ist eine Kennzahl, die findet man zum Beispiel auch bei Guru Focus, die ermittelt, ob ein Unternehmen insolvenzgefährdet ist. Und dieser Altman Z-Score, wenn Interesse besteht, stellen wir den gerne mal vor, der darf nicht negativ sein, damit Unternehmen da reinkommen. Und ich wollte heute mal wissen, Mensch, wie viele Unternehmen sind denn an dieser Stelle einfach ausgeschlossen, weil sie einen negativen Score haben? Dann habe ich mir alle Unternehmen im S&P 500, alle Unternehmen im Stock 600, plus alle HDAX-Unternehmen, also insgesamt rund 1200 Firmen angeguckt. Und von diesen 1200 Firmen haben vier, in Worten vier, diesen negativen Altman Z-Score. Das heißt, wir haben hier Qualitätskriterien bei diesem Fonds, die sich wahnsinnig toll anhören, aber die am Ende eigentlich kaum das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind. Der Altman ist da quasi ein Einstieg, der Piotrowski geht ein bisschen weiter. Deutlich weiter. Da würden wir andere Werte haben, die deutlich auf ein 8er oder ein 9er Level kommen. Die beiden Kennzahlen dann in der Tat gerne mal in einem Sonderformat. Aber, wir haben ja gesagt, die Zeit bleibt ja nicht, bleibt ja nicht sah. Hier ist noch hervorzuheben, was mir aufgefallen ist, auch da sehr günstiges Produkt im Vergleich zu dem großvolumigen Vorprodukt, hier 0,38% pro Jahr. Genau. Also grundsätzlich eigentlich schon mal ganz spannend, wenn man sich mit einer qualitativen Dividendenstrategie anfreundet. So dramatisch ist die Underperformance nicht und es kann ja in der Tat sein, Wertentwicklung der Vergangenheit, ich wiederhole es lieber nochmal, Wertentwicklung der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft, dass in den nächsten 5 Jahren beispielsweise eine solche Strategie in der Tat besser funktioniert. Das kann sein, man sollte aber auch hier darauf hinweisen, wir haben hier keine Ländergrenzen. Wir haben hier einen US-Anteil von 50%, was natürlich auch erklärt, warum wir hier näher dran sind am MSCI World. Insofern die Konzeption, naja, da steht hier an dieser Stelle ein Fragezeichen dahinter. Gehen wir weiter. Ja. Wir kommen zu Aristokraten. Ja, das ist ein Wort, mein bei dem Thema. Man sich gerne mal die Zunge bricht, wenn man es ausspricht. Wirklich? Ja, ich finde es immer, ich muss mich sehr konzentrieren, Aristokraten auszusprechen. Du bist eher republikanisch veranlagt, oder? Also du hast das eher demokratisch veranlagt. Wirklich? Naja, gut, okay. Ja, ist auch nicht schlecht. Also, legen wir los mit dem S&P Global Dividend Aristocrats. Ja, das nicht, siehst du, jetzt, genau, Aristocrats. Aristocrats war was anderes. Das aber schöner Zeichentrickfilm. Wunderschöner Zeichentrickfilm. Weiß ich nicht, Disney. So. Super. Julian ist jetzt 11 Monate, ich muss... Wir kommen da noch hin. Ich habe noch ein bisschen Material rumliegen. Ich weiß, du wirst ihm viel davon beibringen. Dividend Aristocrats. Da denkt man zunächst mal wirklich an die ganz großen Firmen, an die wirklich zuverlässigen Zahler. Ich habe letzte Woche noch eine Liste mit den besten Aristokraten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht auf dividendenadel.de. Und die Definition von Dividendenaristokraten heißt zunächst 25 Jahre die Dividende mindestens jedes Jahr erhöht. Ein Vierteljahrhundert nur Anhebung. Das ist eine Hürde. Die nehmen in den Vereinigten Staaten allein im Leitindex, im S&P 500, 50 Unternehmen. Weltweit findet man eigentlich nicht so viele von diesen klassischen Aristokraten. In Deutschland haben wir einen, das ist Fresenius. Es gibt in der Eurozone noch ein paar drumherum, wie beispielsweise eine Unilever oder eine Kerry Group. Es gibt ein paar britische Unternehmen, aber es würde nicht reichen, um einen halbwegs ordentlichen Aristokraten-ETF zu machen. Also man schummelt dann so ein bisschen. Genau, man schummelt so ein bisschen. Ne? Das ist so ein bisschen so wie in der Gesamtschule. Ne? Man hebt, man macht einfach das Gesamt, die Anforderungen ein bisschen geringer. Man sagt nicht
25 Jahre in Folge erhöht, sondern man sagt dasselbe, was ich beim Dividendenadel auch mache, damit man mal auf eine kritische Masse kommt. 10 Jahre darf die Dividende nicht gesenkt worden sein. Auch das ist jetzt keine Pillepalle-Hürde, denn dieser Zeitraum umfasst noch, müssen wir sagen, auch die Finanzkrise. Das heißt also, das sind alles Unternehmen, die in der Finanzkrise schon mal ordentlich performt haben und aus denen, die also 10 Jahre mindestens Dividendenstabilität bewiesen haben, werden wiederum, und da kommt es immer wieder hin, die Renditestärksten ausgesucht. Also, und da haben wir auch Unternehmen dabei, die kann wir, bei Waddle und Reed haben wir zuerst mal gesagt, was? Ja, muss ich auch zugeben, ich kenne relativ viele Unternehmen, aber Waddle und Reed, ne, what's that? Wir haben herausgefunden, es handelt sich um einen Investment Manager, die anderen sind bekannt, Fortum hat sich mit Uniper beschäftigt, Abertis, das ist Dividendenadel, das ist ein Infrastrukturunternehmen, Energias de Portugal, IG Group, ja, ein bunter Branchenmix, auch wiederum ein bunter Ländermix, die USA nicht ganz so stark, wie sie normalerweise in den Indizes sind. Was daran liegt, man guckt auf die hohe Rendite und die US-Aristokraten haben eben nicht in der Breite diese hohen Renditen. Da reden wir eher über 2%. Trotzdem, für denjenigen, der auf Nachhaltigkeit bei der Rendite setzt, sicherlich ein Produkt, über das man nachdenken darf. Man sollte auch hier nur immer im Kopf behalten, es ist kein Qualitätsmechanismus noch dabei, der nach Wachstum guckt, der danach guckt, ob die Dividenden, die hier gezahlt werden, denn auch wirklich von den Unternehmen verdient werden. Das sollte man wissen. Performance ganz ordentlich von dieser Strategie. In der letzten Zeit ein bisschen geschwächelt, weil zu wenig US-Werte. Vor allen Dingen ab dem Jahr 2015 fällt auf, dass da die Schere noch mal ein bisschen auseinander geht. Das sieht man dann auf den Folien ganz gut. Und wir gehen jetzt direkt weiter zum Vanguard FTSE All World High Dividend. High Dividend, da kommt wieder die Dividendenrendite. Ja, man muss ja mal diese Namen, muss man sich überlegen. Vanguard, FTSE, All World, High Dividend. Wow, das sind Riesen. Die wollen alle drin vorkommen. Es wird alles drin vorkommen. Ganz wichtig ist, glaube ich, erstmal Vanguard. Muss man drüber reden? Ja. Ist eigentlich tolles Unternehmen. Ja, die ETF Company aus den Vereinigten Staaten. Auch die Firma, die Warren Buffett immer wieder hervorhebt und sagt, dass eine Outperformance von Berkshire nicht immer weiter zu erzielen sein wird und man deswegen in den Vanguard S&P 500 investieren soll, weil der besonders kostengünstig ist. Und mit kostengünstig können wir im Grunde gleich hier anfangen, denn das ist dieses Produkt auch. 0,29%. Absolute Kostenkiller. Das ist da, wo Vanguard kommt, wollen sie die Kostenführerschaft haben. Die sitzen, glaube ich, auch nicht in New York, die sitzen ein bisschen auf dem Land. Ja, das ist einfach günstiger. Ja, man muss sparen, wo überall es geht. Es kommt am Ende dem Kunden zugute. Vanguard war, und es war schade, lange Zeit nicht in Deutschland. Die sind erst vor wenigen Monaten in Deutschland gestartet mit einer ziemlich breiten Palette. Sollen jetzt auch verstärkt, wie man hört, in Sparplänen investierbar sein. Da werden wir natürlich nochmal ein extra Thema machen. Jetzt mal so dieses Flagship-Produkt All World High Dividend ETF ist ein Riesenname, hört sich super an und ist vor allen Dingen auch ein Riesenfonds. Ja, 1, hat er gar nicht. Er hat nur 0,5. Ich dachte irgendwie, der hatte auch noch 1, noch was. Aber 552 Millionen Euro als Fondsvolumen, das ist natürlich auch schon mal eine ordentliche Größe. Aber die tun auch einiges dafür. 1250 enthaltene Unternehmen ist eine Menge. Also die decken richtig viel ab damit und auch der macht wirklich Arbeit. Das ist sozusagen der Gegenentwurf zum DAX Plus Maximum Dividend, der eine ganz, ganz fokussierte Strategie hat. Hier bei diesem FTSE All World, und das unterscheidet ihn auch von allen anderen globalen Produkten, geht es einfach darum, also jeder, der irgendwie Dividende zahlt, ist drin. Die Regel ist, man möchte 50% der handelbaren Marktkapitalisierung abbilden durch entsprechend dividendenstarke Werte. Dividendenstark heißt natürlich auch an dieser Stelle wieder Dividendenrendite. Man sieht das, das funktioniert ganz ordentlich. 3,8% Ausschüttungsrendite stehen drauf. Auch hier wieder das Thema Qualitätskriterien im klassischen Sinne gibt es nicht, wie zum Beispiel beim Dividendenadel, sondern man sieht einfach allein den Umstand, dass überhaupt eine Dividende gezahlt wird. Hier als Qualitätskriterium. Die Unternehmen sind drin und die haben eine gewisse Relevanz. Es ist ein Ansatz für jemanden, der sagt,
Also der MSCI World oder der All World Countries hat mir zu wenig Ausschüttungsrendite. Ich möchte gern jedes Jahr mehr aufs Konto haben als beim normalen weltweiten ETF. Und für denjenigen ist dieser Fonds durchaus interessant. Für denjenigen, der sagt, ich möchte mit einer Dividendenstrategie das Qualitätskriterium Dividende nutzen, möchte im Gesamtertrag dadurch mehr rausholen als im Gesamtmarkt, ist der Fonds nicht geeignet. So, und nachdem wir jetzt durch vier Produkte gehoppelt sind, ist jetzt auch genau der Zeitpunkt für die Frage, die Markus gerade gestellt hat, nämlich gibt es keinen Dividenden-ETF, der den MSCI World schlägt? Und da sind wir zunächst mal nochmal bei der Zusammenfassung dessen, was wir euch gerade erzählt haben, nämlich im Grunde genommen schon einem leichten Bild der Trauer. Wenn die Indizes Trauer tragen, dann muss ihr Fokus offenbar mit Dividenden zu tun haben, denn sie hängen hier alle. Ja, sie hängen alle hinterher, hinter dem MSCI World. Ja. Wir haben die beiden Gründe genannt. Das eine ist, häufig ist das US-Gewicht zu gering, deshalb sind die Abweichungen auch nach hinten raus am größten. Und zum anderen das Thema ausschließliche Renditefokussierung und Dividendenrendite allein ist eben noch kein Qualitätsmerkmal, weshalb wir froh sind. Und jetzt Achtung für alle, die sagen, die hecheln nur durch, dass es wirklich Fonds gibt, die auch noch andere Themen mit berücksichtigen. Beispielsweise den WisdomTree Global Quality Dividend Growth. Genau, denn das ist das Produkt, was wir euch auch bei der Wahl, bei der Thema des Monats Wahl und zur Produktwahl vorschlagen werden. Denn das ist das Produkt, was zwar auch hinter dem MSCI World kurz zurückgeblieben ist, aber auf einmal vorbeigezogen ist. Und hier der nochmal kräftigere Hinweis, auch diese Wertentwicklung ist natürlich kein Indikator für das, was in der Zukunft bevorsteht, aber auch das, was Christian an Kriterien bei Dividendenaktien an den Tag legt und prüft, ist hier wesentlich stärker enthalten. Wir müssen bei diesem Produkt zunächst mal darauf eingehen, dass ein Punkt wirklich riskant ist. 9 Millionen Assets under Management. Ja. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Bei 600 enthaltenen Werten. Also das ist wirklich knautschig. Da gibt es, kenne ich, Privatdepots, die größer sind. Also insofern, das ist ein Risiko. WisdomTree ist auch so eine legendäre Firma aus den USA, die relativ spät in den deutschen Markt gekommen sind. Mit wirklich guten Produkten. Das Problem ist, es kennt sie keiner. Wir versuchen das ein bisschen zu ändern hier, weil ich halte es wirklich für einen guten ETF. Er hat alles das, was man strukturell an ETFs mag. Also es ist eine optimierte Abbildung. Er ist günstig, 0,38, also nicht so viel teurer als jetzt unser Vanguard-Fonds. Er hat eine günstige Geldbriefspanne und er hat halt, das ist entscheidend beim Thema Dividende, er hat ein paar andere Kriterien. Wir haben schon gesagt, Dividendenrendite allein kann es doch nicht sein. Eine Rendite muss da sein, aber ob die jetzt so super hoch sein muss, nein. Es gibt Kriterien, die viel wichtiger sind, nämlich einerseits haben wir schon drüber gesprochen, ist in manchen Konzepten drin. Ausschüttungsquote, auch hier ist ganz klar, keine Substanzausschüttung, schließen die aus. Aber dann vor allem Growth. Und Growth heißt für WisdomTree an dieser Stelle dreierlei. Erstens Wachstum der Earnings per Share, also Gewinn je Aktie. Und zweitens Wachstum beim Return on Asset. Und also auf das Vermögen und bei der Eigenkapitalrendite. Diese drei Themen, die werden unter die Lupe genommen. Da muss die Qualität und das Wachstum stecken. Und dann kommt man plötzlich auch zu einem Portfolio, ähnlich wie die Dividendenadelstrategien, was nicht mehr so viel mit den klassischen Dividendenportfolios zu tun hat. Genau, man sieht weniger Automobile. Es taucht auf einmal als Top-Position eine Apple auf und auch eine Microsoft vermutet man normalerweise nicht so spontan dahinter. Ihr könnt es auf der Grafik auf der rechten Seite dann sehen, da stehen die Top-Einzelwerte. Und auch bei den Top-Sektoren ist Technologie, was nun wirklich überraschend ist für einen Dividend-Ansatz mit 20%, der höchst gewichtete Sektor, den wir hier haben. Top-Länder, USA klar an der Spitze. 10% unterhalb der Gewichtung vom MSCI World, also auch das
dann beeindruckend vor dem Hintergrund der starken Entwicklung auch der US-amerikanischen Aktienmärkte in den letzten 12 und 24 Monaten sehr beeindruckend, dass der Fonds es hier schafft, besser abzuschneiden als der MSCI. Längste Verlustphase darf man im Moment nicht so ernst nehmen, muss man ganz deutlich sagen. Da sehen die anderen Fonds, die wir vorher vorgestellt haben, allesamt schlechter aus, aber damit tut man ihnen Unrecht, weil sie eben auch bedeutend länger und auch rückgerechneter am Markt sind. Das ist also ein Bereich links unten in unserer Grafik, den ihr nicht so ernst nehmen solltet. Wir können da auch nur mit den Daten arbeiten, die zur Verfügung stehen. 9 Millionen Euro investiertes Volumen, 600 Werte sind enthalten knapp. Das entspricht einer Portfoliogröße, wenn man es gleichgewichtet hätte, von 15.000 Euro. Also da muss man auch auf eine Gefahr ganz deutlich hinweisen. Wir sind nicht in der Abgeltungssteuerzeit. Also von daher ist das Risiko ein überschaubareres, als es im Jahr 2008 beispielsweise war. Hier besteht ganz klar das Risiko, dass WisdomTree, wenn da nicht über einen überschaubaren Zeitraum ein ja zumindest zweistelliger Millionenbetrag neu reinkommt, dass WisdomTree diesen Fonds auch irgendwann wieder schließt. Ja, wenn die keinen Bock mehr haben auf den Markt. Also mit 9 Millionen macht kein ETF auch nur ansatzweise Spaß. Aber es ist ein Produkt, was wir auch sehen, das braucht vielleicht manchmal ein bisschen Zeit. Es hat Produkte auch unter den ETFs gegeben. Die sind 2-3 Jahre irgendwie vor sich hingedümpelt und irgendwann haben Anleger erkannt, Mensch, das ist doch mal ein anderer Weg, das kann man doch vielleicht auch mal machen. Eine Alternative hier, wie gesagt, wollten wir euch vorgestellt haben. Ganz wichtig, das ist die Quintessenz zu all diesen 5 globalen Produkten, die wir jetzt erörtert haben. Man kann bei keinem wirklich sagen, es ist super, super gut. That's the one. Und man kann bei keinem sagen, okay, es ist so mies, dass man es ins Klo spülen muss. Sondern jedes dieser Produkte hat unterschiedliche Stärken und Schwächen, die sich einerseits aus dem Mechanismus erklären, andererseits natürlich dann auch darin äußern, wie bestimmte Länder, wie bestimmte Sektoren und bestimmte Einzelwerte gewichtet sind. Und wenn ihr euch für eine globale Strategie entscheidet, dann guckt auch bitte immer auf diese 3 Themen, Länder, Sektoren und Einzelwerte, insbesondere darauf hin, ob es Überschneidungen mit eurem Portfolio gibt. Wenn ihr eine Apple, eine Microsoft, eine Roche, eine Novo Nordisk schon drin habt, wenn ihr stark US-lastig ohnehin bei Einzelaktien investiert seid, macht es keinen Sinn, einen solchen ETF zu kaufen. Dann kann man auch mal zum Beispiel so einen Aristocrats ETF oder so einen Select Dividends mit sehr wenig US-Exposure haben. Wenn ihr sagt, naja, ihr wollt eigentlich einen Ersatz haben für ein MSCI World, aber mit mehr Dividende, vielleicht weil ihr auch von den Dividenden lebt, weil ihr mehr Ausschüttungsrendite haben wollt und eine maximale Diversifikation, dann ist der FTSE All Dividend von Vanguard für euch das Thema. Nur nehmt einfach diese Herangehensweise und guckt nicht immer nur, welcher Fonds hat die wenigsten Gebühren, welcher Fonds hat den wenigsten Spread und welcher hat das höchste Volumen. ETFs auswählen ist Arbeiten mit dem Index. Konzept. Das ist nicht das Abhaken von technischen Faktoren. Und apropos Arbeiten mit dem Indexkonzept. Dazu muss ich den ETF-Anbietern einfach auf diesem Weg nochmal sagen, es wäre toll, wenn ihr einfach mal bei so transparenten Produkten in deutscher Sprache auf eure Websites schreiben würde, wie denn die Indizes zusammengesetzt werden, was denn die Regeln sind. Wir haben uns das wieder alles aus den Leitfäden der Indexanbieter auf Englisch zusammengesucht. Teilweise sind das immerhin 200 Seiten, ja, man muss wühlen, die man keinem Privatanleger zumuten kann. Die einzigen, die das wirklich gut machen, ist die Deka. Die hat es in ein paar Zeilen auf dem Factsheet stehen. Ansonsten bei den anderen stehen da wolkige Erklärungen. Das geht besser, das geht konkreter. Gerade wenn wir bei ETFs immer wieder darüber reden, Produktwahrheit, Produktklarheit, das muss man anders leben. So. Jetzt sind wir 45 Minuten auf Sendung. Wir liegen damit 10 Minuten hinter unserem Zeitplan. Es kommt jetzt für mich nicht ganz unerwartet, aber wir werden gleich weitermachen. Vorher wollen wir, nachdem wir jetzt aber diese Produkte alle vorgestellt haben, noch eine Frage stellen, die uns sehr interessieren würde. Nämlich, wer von euch hält mindestens einen der bisher vorgestellten ETFs in seinem Depot? Das ist schon mal ganz spannend. Wir warten hier mal den kurzen Moment ab und gucken, was von eurer Seite da zurückkommt.
Jetzt geht es deutlich schneller mit der Teilnahme. Ja. Und Das ist interessant. Das ist in einer Richtung, wie ich es nicht erwartet hätte. Aber das spricht doch dafür, dass man sich damit schon beschäftigt hat. Genau. Und wir sind hier in einer Situation, dass lediglich 15% von euch in diesen Produkten investiert sind. Wir damit bei einem Ergebnis sind, was wir höher erwartet haben. Ja. Nach dem, was als Vorlauf kam. Aber finde ich gut. Ich hoffe, dass da auch viele Einzelaktien dabei sind oder auch viele Fonds, die einfach stärker auf Länder gehen oder auf Regionen, zum Beispiel Pan-Asia Aristocrats, habe ich auch im Buch vorgestellt. So, und jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, wo wir auf das dritte Produkt eingehen, wo man ganz deutlich auch mal hier in seine Richtung dieses Schild halten muss. Achtung, jetzt kommt ein Interessenkonflikt. Und da müssen wir ganz deutlich auch sagen, wir stellen dieses Produkt jetzt vor. Es basiert auf dem, was Christian ausgearbeitet hat. Ja. Aber man muss eben auch sagen, dass Christian da in irgendeiner Form auch natürlich. Also ich bin daran partizipiert. Mach übrigens dann niemals einen Hehl draus, dass es, wann immer ich etwas zum Dividendenadel Eurozone-Zertifikat, um das es jetzt geht, schreibe, steht das immer grundsätzlich unten drunter, dass es da nicht nur einen Interessenskonflikt gibt, weil ich vielleicht die enthaltenen Aktien habe, sondern dass es einen Interessenskonflikt auch gibt, weil ich vom Emittenten von der Deutschen Bank Vergütung dafür erhalte. Nichtsdestotrotz, es geht mir auch gar nicht darum, hier irgendein Produkt zu verkaufen, sondern ganz einfach nochmal den Mechanismus ganz kurz als Möglichkeit, eine spezielle Region, die vielleicht momentan ganz spannend ist, näher vorzustellen. Dividendenadel, das ist im Grunde mein magisches Viereck. Magisch eben nicht, weil es jetzt ein Buch mit 7 Siegeln ist, sondern weil es schwierig ist, ein Unternehmen zu finden, das alle 4 Kriterien gleichermaßen top erfüllt. Aber gewisse Mindeststandards müssen erreicht sein. Erstens, Dividende seit 10 Jahren nicht gesenkt. Minimumanforderung. Zweitens, Ausschüttungsquote nicht zu hoch und nicht zu niedrig. 25-75% im Dreijahresdurchschnitt. Drittens, Dividendenrendite muss da sein, keine Alibi-Dividende. Deshalb mindestens eine 1 vor dem Komma, sowohl historisch wie auch in die Zukunft projiziert. Und als viertes Kriterium, Dividendenwachstum, wie bei WisdomTree. Und das sollte natürlich möglichst hoch sein. Streng schematisch, einmal im Jahr. Die Liste habt ihr vor 2 Wochen schon im Internet sehen können. Wer keine Lust hat, die Werte alle einzeln zu kaufen, die besten 10, die besten 25 sind in einem Zertifikat von der Deutschen Bank enthalten, in einem Index, der berechnet wird von Solective. Die Auswahl ist so, wie es in der Eurozone zu erwarten wäre. 2 sehr starke Länder, Frankreich sogar noch ein bisschen stärker vertreten als Deutschland, was vielleicht, wenn wir ein bisschen in die Zukunft orakeln, gar nicht so schlecht ist, weil Macron vielleicht in Frankreich diese Aufbruchstimmung jetzt endlich mal nach vorne bringt, die das Land dringend nötig hat, was wirtschaftliche Reformen angeht, Strukturreformen angeht, aber auch Spanien, Belgien, die Niederlande sind ebenfalls vertreten. Relativ breiter Branchenmix und die Einzelwerte werden jedes Jahr gleich gewichtet. Deshalb sieht man also, die Top-Werte sind noch sehr, sehr eng beieinander. Gut, bei gleichgewichtet, da brauchen wir ja gar nicht großartig, da sind wir ja auf einer Wellenlänge, das mögen wir beide sehr gerne bei Indexkonzepten, also von daher auch für mich selber schön, dass es so ist. Falls die Frage sich irgendjemand stellt, ich bin in diesem Produkt nicht investiert. Was weniger mit der grundsätzlichen Strategie, von der ich eine ganze Menge halte, die Christian da an den Tag legt, liegt, sondern einfach daran, dass ich investitionstechnisch anders aufgestellt bin. Aber das könnt ihr ja im Laufe dieser Sendung noch ändern. Eine Sache, die muss man aber ansprechen, und die ist schon so ein bisschen kritisch, nachdem wir jetzt über Kosten jetzt im Bereich 0,29, 0,3, 0,38, 0,46 und einen, den ich vergessen habe, gesprochen haben, 1,25% Gesamtkosten pro Jahr und 1% Geldbriefspanne, das ich beim Kauf ja quasi dann auch noch habe. Ja.
Das ist jetzt schon mal ein Schlückchen. Ja, das ist ein Schlückchen. Ich hätte es auch gern billiger gehabt. Die Deutsche Bank hat es nicht billiger gemacht. Und so teuer bin ich übrigens auch nicht. Also es liegt nicht an mir. Den Löwenanteil, also ich darf keine Details sagen, aber ich darf sagen, den Löwenanteil der Gesamtkosten verschnürzt die Deutsche Bank. Ist ganz klar, wir haben hier nicht diese, wie nennt sich das so schön, Economies of Scale, wie bei einem ETF, der halt dafür gemacht ist, dass zweistellige am besten ja dreistellige Millionenbeträge reinkommen, sodass es sich auch lohnt, ein Produkt mit 0,2 anzubieten, außerdem dann im Handel Geld zu verdienen. Dafür hat es hier nicht gereicht. Investiertes Volumen wird bei Zertifikaten leider nicht veröffentlicht. Fand ich immer schon schade. Kann man nicht ändern. Und ich muss sagen, ja, die Kosten sind ein Thema. Über die Struktur von Zertifikat sollte man auch immer informieren darüber. Es ist eine Schuldverschreibung, es ist kein Sondervermögen. Das heißt, das Zertifikat ist nur so lange etwas wert, wie es die Deutsche Bank gibt. Wenn die Deutsche Bank die Grätsche macht, ist das Zertifikat nichts mehr wert. Gut. Aber man muss dazu sagen, wenn die Deutsche Bank die Grätsche macht, dann solltet ihr in dem Moment besser überhaupt nicht in deutschen Aktien investiert sein. Denn dann gibt es hier noch ganz andere Probleme. Und wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und in der Welt. Also von daher, das ist ein Risiko, auf das man hinweisen muss. Und wo sich eben auch anhand von Lehman gezeigt hat, dass es ein reales Risiko ist. Aber das würde ich persönlich als Investor an der Stelle wirklich vernachlässigen. Zumal man auch in der Regel nicht mit 25, 50 oder 100% seines Vermögens in dieses eine Produkt einsteigt. Genau, das ist auch hier wieder das Thema, wenn man sagt, Mensch, also man hat vielleicht eine sehr starke Basis mittlerweile fürs Portfolio in den USA, weil es eben dort sehr viele Branchen gibt. Man hat vielleicht einiges in Deutschland und man würde gerne noch mal ein bisschen was Diversifizierendes dazu nehmen. Dann kann die Eurozone sehr spannend sein. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind relativ niedrig. Die Dividendenrendite ist akzeptabel. Wichtig natürlich beim Zertifikat auch, es wird nicht ausgeschüttet, sondern es wird immer wieder reinvestiert. Unter Komfortgesichtspunkten, also schon ganz schön. Unter Komfortgesichtspunkten. Ich bin ja ein fauler Hund, also das ist schon was für mich eigentlich ganz interessant ist. Ja, das ist richtig. Man darf allerdings, und das gilt für alle Produkte, und das sieht man auch immer an den Einblendungen, die wir hier machen, das darf man nicht vergessen. Wir reden hier bei der Dividendenreinvestition sowohl bei den Zertifikaten als auch bei den ETFs über einen sogenannten Net Total Return. Das heißt, reinvestiert wird nur der Betrag, der nach der Steuer übrig bleibt. Das heißt also, ich bin jetzt auch nicht so viel, ich habe ja kein Steuersparmodell. Ich kann zwar ein bisschen was reinvestieren, aber dafür wird auch was abgezogen. Was ich mir bei solchen Produkten, anders als jetzt beispielsweise, wenn ich die Aktie im Depot habe, kann ich mir das nicht wiederholen, die Quellensteuer, die da jetzt zum Beispiel von der Deutschen Bank abgezogen wird. Es soll halt nur zeigen, es gibt auch noch was außerhalb des klassischen Kosmos von ETFs. Es gibt Möglichkeiten anderer Strategien, aber das kann man auch am Ende immer machen, sich Fonds, sich Zertifikate, sich Indizes zu nehmen, einfach als Inspiration, als Auswahlhilfe für die eigenen Dispositionen. Auch als Ansatz, wie man bei der Selektion greifen kann, um dann die Schwächen, die Christian bei den verschiedenen Produkten ja auch thematisiert hat, selber für sich rauszunehmen oder auch in einzelnen Unternehmen beispielsweise nicht enthalten zu sein. Wir selber haben das bei DZB Portfolio beispielsweise immer so gesehen, dass wir aus dem Finanzsektor uns ganz gerne raushalten, weil es trotz der Erholung im Sektor für uns eine zu große Blackbox war und wir dann gesagt haben, also es gibt genug, was im Bereich des Finanzsektors von uns gemacht wird, da brauchen wir auch nicht noch bei unseren Investments den mit drin zu haben. Hier sind eine ganze Menge von Fragen reingekommen und damit fangen wir jetzt mal an. Christian, ich lese mal durch und du schießt die Antworten raus. Zertifikate bleiben Papier, kein Sondervermögen. Ja, okay, aber da ganz ehrlich, also das ist etwas, damit will ich hier gar nicht anfangen, damit will Christian auch nicht so richtig anfangen, weil wir da sagen, alles ist Papier. Also auch eine Aktie hat man bei der Steinhoff gesehen. Es gibt von allen Finanzprodukten schlechte und es gibt gute. Und wir wollen uns darauf konzentrieren, was sind aus unserer Sicht die guten Produkte. Und das können Aktien sein, das können ETFs sein, das können aktiv gemanagte Fonds sein. Die wollen wir an der Stelle auch nicht vergessen und außen vor lassen, auch wenn wir heute keinen dabei haben. Und das können natürlich auch Zertifikate sein, die jeweils Chance- und Risikobedürfnisse in einer viel, viel optimaleren Form abdecken können, als Aktien es können. Und gerade Leute, die zu denen gehören, die diese 3 Billionen Euro auf den Festgeldkonten und festverzinslich in Wertpapieren investiert haben und an den Aktienmarkt herangeführt werden, die
wollen und sollten auch über den Einsatz von Zertifikaten nachdenken. Und ja, wenn wir dann einen riesigen Unterschied haben, ist es in Ordnung. Aber jetzt eine andere Frage. Warum gibt es kein globales Dividendenadelzertifikat? Das gibt's momentan nicht. Ich habe letztes Jahr, nachdem die Deutsche Bank mich angesprochen hat, ob wir nicht Produkt machen wollen, habe ich einfach gedacht, also die Eurozone ist vielleicht das Naheliegendste, weil also Deutschland ist doch sehr, sehr eng begrenzt und gleich immer so weltweit. Das muss vielleicht nicht sein, aber das heißt nicht, dass es auf alle Ewigkeiten so ist. Im Übrigen muss ich aber auch sagen, also mein Thema ist jetzt nicht unbedingt, dass ich Produktanbieter werden möchte, weil das heißt ja plötzlich, dass ich dann wirklich arbeiten müsste. Und, das wollen wir ja nicht. Ja, dann habe ich keine Zeit mehr aufs Kreuzfahrtschiff zu gehen. Und das wär natürlich wirklich schlecht. Also auch die Frage, warum macht ihr keinen ETF? Alexander, das ist halt so eine Geschichte. Für einen ETF braucht es wahnsinnig viel Regulierung, der ich mich einfach nicht unterwerfen möchte. Als One-Man-Show möchte ich mich vor allen Dingen damit beschäftigen, gute Investments für mein eigenes Portfolio zu tätigen und ansonsten gute Medieninhalte zu bieten. Vielleicht irgendwann nochmal ein gutes Buch zu schreiben, auch mal vorher drei zu lesen. Das ist mir persönlich wichtiger als jetzt der große Rollout im Finanzproduktebereich. Den habe ich hinter mir vor 10, 15 Jahren. Das war eine schöne Zeit, aber man muss nicht alles immer wieder machen. So, dann haben wir noch eine Frage, die ganz schön ist. Den DWS Top Dividende, den haben wir jetzt für die Sendung nicht vorbereitet. Von daher, nimm's uns an der Stelle nicht übel, Dennis. Das war da einfach aufgrund von fehlender Vorbereitung auf dieses Produkt nichts sagen können. Ich finde, das ist ein spannendes Produkt, den nehmen wir trotzdem einfach mal Feedback mit. Den nehmen wir nächste Woche ins Feedback rein. Frage kommt ja auch immer, was für eine Rendite ist zu erwarten bei so einer globalen oder europäischen Dividendenstrategie. Das ist schwierig zu sagen. Das ist nicht seriös zu beantworten. Wir haben durchschnittliche Aktienrenditen inklusive Dividenden, die man historisch, je nachdem welchen Zeitraum man nimmt, zwischen 7, 8, 9% sehen kann. Ich würde es immer ein bisschen anders bezeichnen. Wir haben momentan seriös bei einem guten Dividendenportfolio, wenn man heute investiert, eine Dividendenrendite machbar zwischen 2 und 3%. Wenn man also jetzt nicht nur diese Rendite-Dickschiffe hat, insbesondere aus dem Pharmabereich, die so alle Ertragskrümel zusammenkehren, bloß damit man die Aktionäre nochmal wieder ein Jahr zufriedengestellt hat und damit die Revolution erst ausbricht, wenn der CEO weg ist. Nein, also wenn man faire, gute Qualitätskriterien ansetzt, 2 bis 3% sind machbar. Wenn man dann ein ordentliches Wachstum da drin hat, das zweistellig ist, insgesamt auf die Allokation gesehen von den Dividendeneinnahmen, dann hat man ein Jahr später nicht mehr 2,5%, sondern man geht schon Richtung 2,7%. Wenn man das voranschreitet, kann man sagen, man kann innerhalb von 5-6 Jahren durchaus seine Rendite um 60-70% dann steigern. Dazu Unternehmen, die kontinuierlich Dividende zahlen, die Dividende kontinuierlich steigern, die diese Dividende nicht aus den Reserven zahlen, sondern aus dem, was sie verdienen, aus ihrem freien Cashflow. Diese Unternehmen werden aller Voraussicht nach früher oder später mehr wert sein, was sich dann auch in steigenden Preisen, sprich in steigenden Aktienkursen widerspiegelt. Und dann kommt man auf diese Rendite. Deshalb also immer mit diesen 7 oder 8% kann man auf lange Zeiträume rechnen. Auch im Sparplanrechner ist fein. Man sollte nur wissen, wo sie zustande kommen. So, und es tut mir leid, aber wir wollen ja auch irgendwann, dass die Leute, die auch deswegen mitmachen, weil sie mit abstimmen können, irgendwann zu ihrem Recht kommen. Wir sind jetzt leider das erste Mal echt in der Situation, dass wir noch ein paar Fragen hier haben von euch, aber wir müssen auch ein bisschen an den Zeitplan denken, den wir ohnehin schon nach oben hin ausdehnen und wollen nochmal auf die drei Produkte kurz blicken, die wir heute in das Selektionszentrum quasi gestellt haben. Und das ist zum einen das Deutsche Bank Dividendenadel Eurozone 25 Zertifikat. Also mit allem Respekt, du hast dich vorhin über die Namen lustig gemacht. Also so einfach ist der nun auch nicht, der Name. Das ist ein Produkt, was wir hier haben. Als nächstes dann den wir, das ist möglicherweise ein bisschen rübergekommen, für uns selber am sympathischsten empfinden, der WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF. Nicht leichter auszusprechen, aber mit einer Performance, wo der MSCI World zumindest auf einer kurzfristigen Betrachtungsreise geschlagen wird. Und das wollen wir auch nicht unterschlagen, als drittes Produkt den Deka DAX Plus Maximum Dividend ETF, bei dem wir
die aus unserer Sicht vorhandenen Schwächen auch vorgestellt haben. Aber es kann ja trotzdem sein, dass ihr, was die Zukunft anbelangt, für dieses Produkt deutlich optimistischer seid. Und deswegen jetzt eine ganz simple Frage an euch. Was sollen wir kaufen? Ja, und während die Umfrage durchläuft, haben wir noch eine Chance, eine Frage nochmal zu beantworten. Gerade heute ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Wir haben kurz die 1,25 bei der Euro-US-Dollar-Relation gesehen. Was ist mit Währungsrisiko bei 40% US-Dollar in einigen Fonds? Ja, Währungsrisiko ist auf jeden Fall da. Das haben Anleger letztes Jahr schon gespürt. Währungsrisiko hat auch immer eine Währungschance. Das haben Anleger die 3-4 Jahre davor gespürt. Insofern sehe ich es nicht ganz so kritisch. Aber genau das ist hier das Schöne, weshalb wir auch reingehen in die Fonds und auch zeigen, wie ist es mit der eigentlichen Allokation? Wo ist das Risiko? Wenn man sagt, man möchte Dividenden haben, man möchte aber nicht diese US-Dominanz haben, dann gibt es eben auch Möglichkeiten, globale Fonds hier mit 20% USA nur zu haben. Da ist das Risiko geringer. Ich persönlich halte es für ein bisschen zu wenig, aber eure persönliche Entscheidung. So, ansonsten brauchen wir noch ein paar Stimmen. Es kann sein, ich sehe das hier gerade, weil wir zwei Schirme parallel live haben, wo ich ein bisschen irritiert bin, dass dein Apple da nur zwei zur Auswahl macht. Also das deutsche Bankprodukt zeigt er lustigerweise gar nicht erst an. Ja, das siehst du mal, ich weiß nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Bildschirm wieder zu klein ist. Eine andere Frage, weil ich die im Vorfeld des Webinars hatte. Hattest du irgendwelche Probleme, dich mit deinem Apple auf dem Webinar, in der Webinar-Umgebung anzumelden, oder ging das alles ganz locker? Nein, also ich kann mich wunderbar anmelden. Das hat hervorragend geklappt. Das Einzige, was nicht geklappt hat, ich kann mich noch nicht mit meiner neuen Apple Watch dort anmelden, obwohl das ansonsten wirklich ein cooles Teil ist. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich jetzt seit 14 Tagen eine Uhr um und habe nicht vor, das zu ändern. Ja, und sollten Sie denken, dass das dazu führt, dass Herr Röhl pünktlicher ist, dann täuschen Sie sich. Das bleibt seine typische Viertelstunde, die er hinten dran liegt. Cum tempore, das akademische Viertelstündchen, auch wenn ich mein Studium geschmissen habe. Ich wollte gerade sagen, das ist, also dieses Cum tempore benutzen ganz oft Leute, die ihr Studium nicht beendet haben, was ich ein bisschen eigenartig finde. So, was haben wir jetzt hier? Bild auf uns kommt gleich. Wir warten noch ein bisschen auf ein paar Abstimmungen. Das sieht doch jetzt schon, ist schon eine ordentliche Quote. Das ist noch kein Schulz-Votum, aber das wollten wir ja auch gar nicht. Genau. Sondern wir haben jetzt über 80% und ich denke, wir zeigen hier einfach mal gleich das Ergebnis an. So, und damit eindeutiger Sieger, ja. Der WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF. Das ist praktisch, denn wir gehen jetzt natürlich, wir schreiten jetzt sofort zur Tat, sofern, ich muss die Umfrage wieder ausblenden. Irgendwann kriege ich das auch noch so auf die Kette, dass das vernünftig funktioniert. Und dann kriege ich es irgendwann auch noch hin, dass dann beim Umspringen wieder die richtige Seite eingeblendet wird. Das ist nämlich diese hier, denn das ist unser Depot in der aktuellen Ansicht mit den drei Themen des Monats, die wir bisher hatten. Ganz links ist das Thema Japan, in der Zentrumsbetrachtung ist das Thema Just One, wo es um die weltweite Abdeckung ging, und die Welt hat 4,8% zugelegt sozusagen. Welt als Value, und das ist ja etwas, was mich brutal freut, ja? Weil es hieß ja immer wieder, Value Investing ist tot, es geht alles nur noch um Growth und wir brauchen nur noch Amazon und Facebook und Netflix und alles andere ist Rotze. Nein, es zeigt einfach, man kann auch noch mit Value Geld verdienen, und was mich natürlich auch freut, dass wir 5% plus hier haben mit einem Fonds, der tendenziell US-lastig ist, der also doch schon unter den Währungseinflüssen leidet. Trotzdem ist da was, ist das recht ordentlich. Nicht so gut momentan sieht der OP Futz aus, aber den haben wir ja auch erst vor gut einem Monat gekauft. Der hatte ja auch eine etwas größere Spanne als aktiver Fonds. Wer sich für einen aktiven Fonds entscheidet, braucht noch mehr Zeit, den rauszudrehen. Macht ohnehin wenig Sinn. Genau. Und wir sind jetzt hier schon auf dem Porträt des WisdomTree Global Quality Dividend Growth. Das ist echt blöd auszusprechen. Also das Üben ist nicht das Problem. Es dauert halt immer nur so lange und wir sind ja sowieso schon ein bisschen hinten. Ein Anteil ist im Moment für knapp 18 Euro erwerbbar. Und an der Stelle, Christian, haben wir wieder nicht nachgerechnet vorher, was eigentlich das Ergebnis ist. Wo ist mein Taschenrechner? Hier ist er. So, also, zack. Kriegst du das nicht im Kopf hin? Wenn du mir 1000 durch 18... Also 1000 durch 18, das weiß man doch. 55 Periode 5. Ja, mein klar. Gott. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja.
So, wir kaufen über die Börse. Mindestgeschäftswert kriegen wir hin. Kauf steht auch schon da. Also gehen wir auf Weiter. Und weil das ja dein Konto ist, schiebe ich jetzt mal die Papiere weg. Schiebe die Tastatur zu dir rüber. Und wir trauen uns was. Wir runden das auf und wir machen 56 Anteile. Das hat Xetra wie immer zu. Ja, der Nachteil an der 18 Uhr Sendung, das muss man schon sagen. Das ist der Nachteil an der 18 Uhr Sendung, aber es gibt gute Möglichkeiten und wir entscheiden uns heute mal als Berliner, weil dort beim zum gleichen Preis mehr Size liegt, entscheiden wir uns doch mal für Tradegate. Genau. So, das ging das letzte Mal auch echt schnell. Verkaufsunterlagen, dir ist bekannt das und so weiter. Mir ist alles bekannt, ja. Ich kriege neuerdings, wenn ich was ordere, kriege ich immer noch so ex-ante Kostenschätzungen von meiner Bank. Also MiFID hat das Ganze alles noch ein bisschen schwerer gemacht. Wer mal was Lustiges lesen will, einfach mal gucken in der FAZ nach MiFID googeln. Dort gibt es einige Berichte von Anlegern, die versucht haben, Aktien zu kaufen, trotz MiFID. Manche sind gescheitert. So. Und ich müsste jetzt eine TAN bekommen haben. Genau. In der Zeit blenden wir mal ganz kurz die Maske aus. Eine mobile TAN anfordern. Siehst du, ich war wieder zu langsam. Das ist deswegen ist sie nämlich auch so, noch nicht da. Jetzt ist sie da. So. Also, Tipp ein. So, ich bin das ja nicht gewohnt. Aber... sehr schön. Wir haben jetzt eine Ausführung gewählt. Wollen wir das wirklich billigst machen? Wollen wir ohne Limit das erste Mal in der Sendung kaufen oder wollen wir wie üblich eigentlich? Das habe ich jetzt von der ganzen Quatscherei vergessen. Du solltest vielleicht weniger. Wir können das bei Tradegate jetzt, glaube ich, riskieren. Okay, also wenn das jetzt schief geht, dann wisst ihr auch gleich, dass man das, was wir jetzt tun, eigentlich nicht machen sollte. So, also wir sind schön ausgeführt worden, ganz fair. Im Rahmen der einschätzbaren Möglichkeit. 0,04 Cent teurer als einmal, aber das kann ja auch was im Markt passieren. Nein, da ist was im Markt passiert. Das war nicht glatt 18, als wir eben auf Tradegate geschaut haben. Verlust begrenzen machen wir natürlich hier nicht. Es ist eine langfristige Position, wo wir eben am Dividendenwachstum unter Berücksichtigung von Qualitätskriterien teilhaben wollen und hoffentlich auch teilhaben können. Nämlich unter der Bedingung, dass Wisdom Tree durchhält und vielleicht ein bisschen mehr noch in Deutschland macht. Genau, und jetzt sind wir, das geht relativ schnell, jetzt ist in der Depotübersicht auch der Wisdom Tree Show mit eingebucht. Na klar, wegen der Gebühren und wegen der kleinen Differenz zwischen Geld und Briefkurs noch ein bisschen unterschiedlich, aber das kriegt die Comdirect echt schnell hin. Das klappt nicht überall so flott. Ansonsten, ja, OP Foods hast du gesagt, 2,6 im Minus. Japan hatten wir auch schon kurz gesagt, da ist auch immer, da haben sich die Zuschauer ja gegen die Währungsabsicherung entschieden. Ja. Ja, kurzfristig wäre die Währungsabsicherung besser gewesen, aber wie gesagt, kurzfristig ist immer so eine Sache. In the long run we're all dead. Genau. Kann man auch sagen, es ist immer schwierig, solche Investments auf Monatsbasis zu analysieren. Wir können jedenfalls sagen, dass wir uns, das ist ja das Entscheidende, strategisch mit all diesen Investments nach wie vor wohlfühlen, weil sich nichts am gesamten Picture geändert hat. Genau, und ansonsten ist für uns an der Stelle noch wichtig, dass wir die richtigen Tasten treffen, wenn wir PowerPoint bedienen, das ist immer hilfreich. Und wir an dieser Stelle dann auch sagen, dass das unsere heutige Echtgeld-TV-Sendung war. Wir sehen uns und lesen uns und hören uns möglicherweise auch wieder, wenn es weitergeht am Dienstag, dem 30. Januar mit Echtgeld TV Feedback. Dazu bitte dann auch in der Anmeldemaske die eine Aktie bitte mit aufführen, zu der ihr was hören wollt. Seid so gut, macht nur eine Aktie, weil wir haben schon so ein bisschen Sorgen, dass es ziemlich viel wird. Und wir müssen dann sowieso sehen, ja, wie wir damit umgehen. Weil mehr als 20 macht keinen Sinn. Wir haben heute schon länger gebraucht als geplant und sagen an dieser Stelle erstmal quasi offiziell tschüss und danke für die Aufmerksamkeit.